kein Internet! Ich brauche Internet! Nein! Warte, warte, warte! Ah, warte! Es ist einfach verrückt, ich konnte nicht schlafen! Lasst uns von hier verschwinden! Nein, mich nicht! Fass mich nicht an! 2, 3! Campus! Guten Morgen! Hi, Leute! Hi, Amina! Hallo zusammen! Wie ihr seht, Leute, sind wir schon wieder unterwegs! Heute sind es nur wir. Ja, und wir vermissen unsere kleine Freundin Dusia. Ja! Genau, und wir gehen zu einem Konzert in Baku. Amina und Kamil haben morgen da ein Konzert. Und das wird... Wir werden einen Solo-Song. Genau, also laden wir jetzt die Koffer ins Auto und los geht's, Leute! Übrigens, Amina wird zum ersten Mal ihren Solo-Song singen. Wie immer haben wir mal wieder großes Glück. Unser Flug hat sich um 30 Minuten verspätet. Ich hoffe, dass es dabei bleibt und nicht immer mehr Minuten hinzukommen. Jedenfalls sollten wir um 10.20 Uhr abfliegen, aber jetzt fliegen wir um 10.50 Uhr los. Jetzt passt auf, Leute. Ich stecke jetzt meine Kamera in den Mund, damit ich sie besser halten kann. 1, 2... Warte, nein. Ausflugsplätze, fertig, los! Wir sitzen jetzt im Flugzeug. Und wie ist es hier? Total super. Nur das... Lass mich kurz was erzählen. Ich habe hier eine Los Powerbank geht's. Bestellt. Und ich heiße Johnny. Man nimmt sie, steckt sie hier rein. Dann macht man so und steckt sie ins Handy. Oh mein Gott. So ist es. Aber eine Frage, Kamil. Weißt du, wie man es so einrichtet, dass es sich nicht auflädt, wenn man es reinsteckt hier? Wie schaltet man die aus? Warum willst du das? Ich will nicht, dass sie auflädt. Ich will sie nur als Ständer geht benutzen. Es lädt immer. Ja? Ja. Okay. Das okay, wir sind in Baku gelandet. Ehrlich gesagt, als wir gelandet sind, war ich ein bisschen erschrocken. Warum? Ich weiß nicht, das Wetter war irgendwie neblig und das Flugzeug hatte Turbulenzen. Und es war, naja, beängstigend. Ich bin in Baku, ich bin in Baku. Okay, wir wurden abgesetzt, Leute. Und jetzt laufen wir, weil es hier nicht mehr mit dem Auto weitergeht. Komm schon. Das ist unser Hotel. Ich würde gerne hier hin und den Knopf drücken, Leute. Ich habe den Hallo, dritten aus Stock dem Weg. Weiß jemand, warum wir uns nicht bewegen? Leute, wir müssen drücken. Komm, also, Papa, das ist das Hotelzimmer. Das ist mein Bett. Kamil, fass mich nicht an. Warte, warte, warte. Ah, warte. Kann Kamil anstelle von Dusia bei dir schlafen und Milana bei mir? Zwischen Nasim und Feier, genau so. Kannst du dir das vorstellen? Bewertet Kamils Tanz von 1 bis 10, Leute. Auf geht's! Ja, weiter, weiter, weiter! Unser Neffe wohnt auch in diesem Hotel. Er hat eingecheckt. Und hatte Spaß. Jetzt gehen wir auf jeden Fall. Wie mal zu seinem die Zimmernummer? Zimmer. 313. Und wir gehen jetzt mal zu unserem Cousin. Auf geht's! Ah, hallo! Hi. Hi, wie geht's euch? Und irgendwo hier müsste auch noch Kartoffel sein. Kartoffel! Ja, wo ist er denn, Kartoffel? Er versteckt sich doch irgendwo. Was macht er denn gerade? Also, wo ist Kartoffel? Wo ist er? Hier bestimmt. Kartoffel! Kartoffel! Ganz hey, ruhig, Kartoffel, ganz ruhig. Das ist für dich. Alles gut, Kartoffel. Als sie das letzte Mal hier waren, hat sie etwas gekauft und er hat was gekauft. Und ich habe gesagt, wenn ihr das nächste Mal kommt, werde ich das gleiche kaufen. Genau so sieht's aus. Erinnert ihr euch, dass ihr das Ding für euren Kopf gekauft habt? Ja, genau. 5000 Dollar. Und du hast auch was gekauft. Ja, aber das war doch deswegen mich. Habe ich dir das hier gekauft. Bitteschön, Kamil. Dankeschön. Jetzt zeigt der Kamil einen Move. Auf geht's. Komm schon, mach ihn. Wuppa. Auf geht's. Weiter, 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 weiter. Ja, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Auf geht's, Kartoffel. Auf geht's. Komm schon, komm schon. Ja, ein Bein hast du schon. Sehr guter Move. Ein Bein hast du schon. Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, das war's, Kamil. Du wurdest besiegt. Ja, genau ja, so. Kletter hoch, genau kletter so. Hoch. Jawohl, du hast ihn. Du hast ihn.
Kann ich ein Foto mit euch machen? Ja klar, ja klar. So, jetzt gehen wir essen, Leute. Wir sind alle hier zusammen. Und was werden wir überhaupt essen? Hey, was werden wir essen? Aserbaidschanische Süßigkeiten. Ehrlich jetzt? Aserbaidschanische Süßigkeiten? Welche Süßigkeiten? Was richtig? Wir werden Kebabs essen. Ja, genau. Öppchen. Okay, wir haben jetzt schon fast aufgegessen. Nee, dazu später. Wir sind jetzt schon fast fertig. Und meine Kamera hat den Geist aufgegeben. Jetzt filme ich wieder mit meiner ungeliebten Kamera. Okay, was ist da drin? Irgendeine Füllung? Das sieht aber lecker aus. Das Restaurant, in das wir immer gehen, heißt Firuza. Es ist sehr lecker und hat eine echt tolle Atmosphäre. Schaut euch das mal hier an. Ich zeig's euch. Hier ist... Ich? Ja, das auch. Aber hier ist alles so lebendig. Schaut mal, wie cool. Diese Wanddekoration. Überall Teppiche und Teller. Wunderschön. Ja, echt schön. Und hier ist jemand, den ich nicht zeigen kann. Sehr geheimnis. Aber ich kann sie euch zeigen, wenn wir... 550.000 Likes erhalten. Im nächsten Vlog seht ihr mich dann. 550.000 Likes und die Person wird dann gezeigt. Also los, Leute. So etwas habt ihr noch nie gesehen. Eine solche Persönlichkeit hat man noch nie gesehen. Und jetzt schaut mal, was hier ankommt. Wow. Wow. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist einfach verrückt. Ich konnte nicht schlafen. Wir hatten zwar die Klimaanlage an, aber sie war auf Heizen eingestellt. Ja, dann müssen wir Bescheid sagen. Wie immer haben wir Probleme in unserem Hotel. Und zwar funktioniert die Klimaanlage im Kinderzimmer nicht. Sie heizt einfach. Es ist wie in einer Sauna. 29 Grad. Ich denke... Wisst ihr, was 29 Grad bedeuten? Das ist so, wie wenn man im Urlaub in der Türkei ist. Das sind auch 29 Grad, aber draußen... Dann hatten wir noch eine kleine Diskussion an der Rezeption, weil wir gesagt haben, dass wir nicht in diesen Zimmern bleiben wollen. Und warum nicht? Weil genau über uns einfach ein Restaurant ist. Ich bin gestern zur Rezeption gegangen und habe gefragt, warum verschieben die Leute über uns ständig Tische und Stühle und sowas? Dauernd kam... Hier ist noch eins. Ungefähr so. Leute, wir sind jetzt frühstücken und schaut euch mal die Aussicht hier an. Die Aussicht ist unglaublich. Da drüben kann man schon das Meer sehen. Ja, so ist das. Und da unten ist der Springbrunnenplatz. Da sind wir gestern lang gelaufen. Und die Gebäude hier hinten leuchten am Abend sehr schön. Die haben alle Arten von Lichtanimationen. Nur zur Erinnerung, falls ihr es vergessen habt, 550.000 Likes und im nächsten Vlog von unserer Reise werde ich mein Gesicht zeigen. Du! Okay, wir sind angekommen. Und wo? Wo wir später auftreten werden. So, hier ist die Leinwand. Hier wird es Animationen geben. Und hier drüben wird das Publikum sein. Die Halle ist riesig. Unglaublich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, schau mal. Wow, wie krass. So cool, oder? So ein bisschen kaskadenförmig. Ja, genau. Und viele Leute können hier sitzen. Und man kann von überall richtig gut sehen. Und der Teddy ist auch wie immer dabei. Ja. Die Enkelin des Präsidenten von Aserbaidschan kommt zu unserem Konzert. Sie wollen auch Fotos davon machen. Hast du sie schon mal gesehen? Nein. Ich bin neugierig, sie zu sehen. Seid ihr bereit? Amina und Camille von Kikido! Hallo! Hallo, Leute! Wir lieben euch! Zusammen. Guten Morgen, Leute. Oder besser gesagt, guten Mittag, ja, es Leute. Ist schon Mittag, wir frühstücken Leute. Jetzt. Es ist Mittagszeit und wir gehen jetzt in ein Restaurant. Und dann gehen wir in ein Einkaufszentrum. Genau.
Wenn man in ein anderes Land reist, ist das Ziel zu essen und einzukaufen. So sieht's aus. Was geht ab? Was ist? Laune. Leute, die Lage hier ist fantastisch. Alles ist ganz in der Nähe. Restaurants, Cafés, Geschäfte. Unglaublich, oder? Du kamst aus der Kamera. So, da sind wir auch schon. Hallo. 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 Hallo, guten Tag. Übersetzt heißt das Restaurant Schwiegermutter wegen ihr. Spaziert? Wir müssen uns unbedingt noch eine Papacha kaufen. Habt ihr euch schon eine ausgesucht? Nein, gehen wir rein. Das ist der Laden, in dem wir beim letzten Mal waren. Ich will eine für mich. Wir haben hier eine Menge Souvenirs gekauft. Hier oh, gibt's echt das viel. Ist der Laden, in dem wir schon waren. Ja, hier haben wir Sachen gekauft. So eine habe ich auch schon. Und, was denkst du? Du siehst aus wie... Weißt du doch, da war so eine Frau im Film. Einmal mit so einem Ding auf dem Kopf. Hält er dich auf oder zieht er dich zu dir? Nein, er ist nur ein Idiot. Beruhige dich. Ich? Für mich ist das hier die verrückteste Kreuzung. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie hier alle fahren und wie sie entscheiden, wer wohin fährt. Denn es gibt mehrere, also drei Straßen, die zu einer einzigen zusammenlaufen. Keine Ampel oder so. Ich glaube, normalerweise denke ich, dass hier ein Verkehrspolizist steht, um das zu regeln oder so. Ich brauche Internet, Papa. Kein Internet. Ich brauche es aber. Kein Internet. Ich brauche Internet. Nein. Schon eine Weile, Leute. Wir sollten eigentlich schon auf dem Weg zum Flughafen sein. Aber hier wird noch getan. Lasst uns von hier verschwinden. Nein, mich nicht. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Nicht, Finn. Fass mich nicht an. Wir filmen. Seht ihr den Vibe, den wir hier haben? Wir haben den Vibe. Liked, abonniert und kommentiert. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Campus! Okay, Leute, wir nehmen jetzt das Auto und fahren damit. Kinder, da seid ihr ja. Hallo? Wo soll ich sitzen? Hier drüben. Ganzes Leben lang Giorgio Armani benutzt. Und jetzt haben sie mich überzeugt, vom Ford zu kaufen. Ich benutze es, seit ich ein Baby war. Ach, wirklich? Nimm nicht zu viel. Ja? Komm das schon, wir werden ersticken. Du brauchst nur zwei Tropfen. Es gibt ein kleines Problem. Mein Ohr hat angefangen, sehr stark zu schmerzen. Heute Morgen tat es schon weh, aber jetzt ist es noch schlimmer. Heute Morgen war es noch einigermaßen erträglich, aber jetzt tut es so langsam richtig weh. Wenn also von euch schon mal jemand Ohrenschmerzen hatte und weiß, wie es ist, dann schreibt es in die Kommentare. Ich gehe bald zum Arzt. 1, 2, 3, 4. Okay, mach's weg. Ah, drück nicht zu fest. Okay, wir trinken wieder Tee. Und der ist wieder lecker. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine halbe Stunde. Auf jeden Fall geht es meinem Ohr nicht gerade besser, Leute. Wir haben Ohrentropfen aus der Apotheke rein. Aber jetzt fühlt es sich sehr voll an und es tut immer noch weh. Okay, Leute, wer zuerst da hinten an der Stange ist, bekommt... Moment mal, Leute. Auf die Plätze. Nein. Fertig. Los. Ich bin die Erste. Amina hat gewonnen. Ja. Amina ja, und Milana sind die Ersten. Und was? Ich kann ihnen was kaufen, wenn du willst. Willst du nicht? Ich weiß nicht, warum, aber wir waren wirklich früh am Flughafen. Du hast uns gehetzt. Wir hätten unsere Einkäufe in Berg erledigen können.